Schnell fahren können wir alle. Sind wir im stabilen Fahrbereich. Das Motorrad hat die Eigenschaft, ich möchte immer nur geradeaus fahren. Da kommt man recht gut mit zurecht. Das Langsamfahren, da hapert es so bei den meisten. Haben auch recht viele Kipper draußen im Straßenverkehr, wo wir direkt einen Schaden von zig Euros haben, weil ein Blink abgebrochen ist, weil ein Bremshebel kaputt ist, etc. Bei 40, 50 Stundenkilometer. Warum ändert das Motorrad seine Richtung? Warum fährt es nach links oder rechts? Ist es Körperverlagerung? Ist es der Blick? Ist es irgendwelche Techniken am Motorrad selber? Ausweichen, Bremsen, Schräglage, verschiedene Schräglagentechniken, Blickführung, ein ganz großes Thema. Wir fahren wirklich über nasse Fahrbahnen, wir legen Steine in der Fahrbahn, in der Schräglage drin, wir bremsen in der Kurve, weichen aus in der Kurve, das komplette Programm. Wir arbeiten also sehr teilnehmerorientiert. Das heißt, der Teilnehmer bestimmt im Grunde genommen das, was wir heute am Tag machen. Ich schilder uns ja am Morgen, was möchtet ihr machen, warum seid ihr hier? Und wenn die uns ein Thema bringen, hier und dort habe ich Schwierigkeiten, dann wird das Thema aufgegriffen. Gut sein. Gas wegnehmen? Seit 28 Jahren fahre ich nicht mehr Motorrad und gewisse Sicherheiten sind einfach verloren gegangen und ich wollte die wieder gewinnen. Weil ich nicht so gut Motorrad fahre, weil ich schlechter Motorrad fahre, zwei Unfälle schon gehabt habe und der Euphorie ein bisschen Sicherheit möchte. Ich fahre erst seit 3 Jahren wieder und ich habe doch nur Unsicherheiten beim Fahren. Habe mich selber dabei ertappt und dann gibt es keine andere Konsequenz, als wie hier so ein Fahrsicherheitstraining zu machen. Zum Auffrischen ist es ganz gut, mal so ein Training mitzumachen. Weil ich vor 7 Jahren meinen Straßenmotorradführerschein gemacht habe und seitdem nicht mehr gefahren bin, nur noch im Gelände momentan fahre. Na, man sieht jetzt schon, dass man von Stunde zu Stunde besser wird. Also ich denke mal, jeder wird für sich auf jeden Fall was mitnehmen. Inwiefern der eine was mitnimmt, der andere mehr, der andere vielleicht weniger. Ist auch abhängig, wie lange fährt mein Motorrad, welche Erfahrungen hat man bisher mit dem Motorrad gemacht. Also ein Training machen ist immer gut. Also selbst wir als Trainer machen ganz, ganz viele Trainings. Einfach, weil das Motorradfahren riesen Spaß macht. Das ist eine unheimlich tolle Geschichte.